Wirklich gute Nachrichten gab es heute vom Markt eigentlich gar keine, kann man so sagen. Guten Abend zu dieser Sendung. Ja, am härtesten für die amerikanischen Märkte war wohl, dass Wirtschaftsberater Larry Kudlow sich nicht vorstellen kann, dass es einen Handelsdeal mit China bis zum 1. März gibt, denn das bedeutet dann letztendlich, dass die USA weitere Zölle auf chinesische Waren aufschlagen und die Chinesen dann letztendlich das Gleiche tun werden. Das dürfte sicherlich für die sowieso schon schwächelnde Konjunktur erstmal vor allem im Reich der Mitte nicht sehr dienlich sein und es dürfte auch Auswirkungen auf die US-Konjunktur haben. Auch nicht richtig gut läuft es in der Europäischen Union, das haben wir schon länger auch festgestellt. Heute zum Beispiel wieder schwache Industrieproduktion aus Deutschland. Die Industrieproduktion ist zum dritten Mal in Folge gesunken und so kommt es dann nicht so ganz überraschend, dass die EU-Kommission die Wirtschaftsprognose drastisch gesenkt hat, zumal es gestern auch schon Meldungen darüber gegeben hatte, dass es wohl so kommen wird. Und so kam es dann für die EU oder besser gesagt für die Eurozone, ist die Wachstumsprognose für 2019 von 1,9 auf 1,3% gesenkt worden, für Deutschland von 1,8 auf 1,1 und ja, für Italien erwartet man nur noch ein ganz minimales Wachstum von 0,2%. Es sieht nicht gut aus. Die Financial Times hat sich weiter auf Wirecard eingeschossen, hat neue Vorwürfe nachgelegt, was dran ist. Naja, bis jetzt zumindest mal haben sich keine Vorwürfe wirklich erhärtet. Es gibt also nicht so richtig Beweise dafür, dass es da tatsächlich dubios zugeht bei deutschen Unternehmen und da muss man ganz einfach mal schauen, wie das Ganze sich weiterentwickelt. Auf alle Fälle reagieren die Marktteilnehmer mittlerweile ziemlich genervt und haben dann auch heute wieder Wirecard abverkauft. Die Berichtssaison, insgesamt muss man sagen, sind die Quartalszahlen gar nicht mal so schlecht, nach wie vor nicht, also besonders auch in den USA eigentlich recht gute Daten, aber was immer mehr auffällt, ist, dass die Ausblicke sehr schlecht sind und vor allem auffällt, dass die Margen unter Druck geraten, was vor allem wohl auf höheren Kosten und auch zum Teil auf Investitionen, gerade auch bei den Internetunternehmen, basiert und das kommt an den Märkten überhaupt nicht gut an. Auch das ist ein Grund letztendlich, weshalb es dann eben doch deutlich nach unten gegangen ist. Zum Beispiel im DAX heute mit 2,5%, weil der DAX dann so ziemlich wie der Spitzenreiter, was die Verluste betrifft, hat den ersten Supporter so um die 11.100 gebrochen und stand dann plötzlich an der 11.000. Jetzt wird es also sehr interessant. Brechen wir da auch noch durch? Ja, dann sieht es nicht so richtig gut aus. Wir hatten ja nochmal eine ziemlich massive Unterstützung bei 10.800. Mal schauen, was die macht. Ansonsten könnte es dann relativ zügig Richtung 10.400 und 10.280 gehen. Das kann man zurzeit nicht ausschließen. Der Ichimoku jetzt dann doch ziemlich bärisch. Er fiel dann heute im Laufe des Vormittags unter die Wolke und ja, dann war die Herrlichkeit da oben erst einmal beendet. Der S&P 500 dann heute Nachmittag ordentlich Schub bekommen nach unten, fiel dann unter die 2700 und könnte damit einen Test dieser Supportzone da bei 2620 bis 2600 anstreben. Schauen wir mal ganz einfach. Morgen gibt es jetzt nicht so wahnsinnig viele neue Termine im Wirtschaftskalender, was also bedeutet, es gibt nicht so wahnsinnig viele neue Impulse auch, was dann wiederum bedeuten könnte, dass eben die heute vorgegebene Richtung durchaus morgen noch weitergehen könnte. Wenn man hier mal ein bisschen guckt, habe ich zwar keine Linie gemacht, es gibt beim S&P 500 sicherlich noch mal ein bisschen Support, so knapp unter der 2680, bei 2675 herum. Da könnte man also durchaus noch ein bisschen Support vermuten. Der Dow Jones hat auch ordentlich miese gemacht, auch so ungefähr wie der S&P 500 am Ende. Ist dann auf die 25.000er Marke gefallen. Wir sehen da, dass wir da noch mal ein bisschen Wolkenlinie haben. Markanter sieht mir persönlich dann die 24.835 aus. Das könnte also das nächste Ziel sein. Auch hier ist der Ichimoku mittlerweile sehr bärisch. Und ja, das sieht schon so aus, als ob wir hier eine Umkehr eben sehen. Die sehen wir auch im Nasdaq. Der hat jetzt hier bei 6.860 herum noch mal ein bisschen Support gefunden. Es gibt dann auch noch mal vielleicht, wir sind so in der Supportzone bis 6.820. Ob die wirklich hält, muss man mal sehen. Der Ichimoku auch hier ziemlich bärisch zurzeit. Weitere Ziele dann 6.600 am Ende. Rohöl ist auch abgeschmiert, klar. Also das war schon eine Hammer-Nachricht.
Und das also selbst Wirtschaftsberater Larry Kudlow oder Kudlow, heißt der Kudlow, egal, nicht mehr daran glaubt eigentlich, dass also ein Handelsdeal bis Ende des Monats möglich wird. Und die spannende Frage ist ja dann letztendlich, ob dann die Erhöhung der Zölle letztendlich verschoben wird von Donald Trump oder nicht. Bisher hat er sich dazu zumindest mal noch nicht geäußert und alle Äußerungen, die bisher vorlagen, also die allerdings jetzt eben schon eine Weile her sind, da hieß es ja immer, wenn zum 1.3. kein Deal da ist, dann werden die Zölle wie geplant erhöht. Schauen wir mal, auf alle Fälle ist auch die Volatilität ordentlich angesprungen heute, ist deutlich gestiegen und korrespondiert ja immer, ne? Wenn die Volatilität steigt, fallen die Aktienkurse, hat auch heute wieder funktioniert. Das Gold hat angezogen, also sichere Häfen durchaus gefragt, denn es ist ja auch so, dass die Notenbanken immer mehr signalisieren, dass die Zinserhöhungs- oder der Zinserhöhungszyklus schon wieder vorbei ist. Bei manchen hat er ja nicht mal begonnen, nicht wahr? Auf alle Fälle haben wir die 1308 hier zurückerobert, stehen kurz davor, wieder über die Wolke zu gehen. Widerstand dann eben so bei 1316 nochmal und dann bei 1323 bis 26 so in dieser Range, also Gold dürfte also weiterhin auch aus fundamentaler Sicht eher nach oben tendieren. Zurzeit allerdings noch ein bisschen, muss man noch ein bisschen charttechnisch vorsichtig sein. Wir sehen, dass der hellblaue Nachläufer beispielsweise noch unter den Kursen ist. Der blaue Tenkan kreuzt gleich den Kijun, aber wichtig, noch sind wir unter der Wolke. Theoretisch könnte es auch noch wieder nach unten gehen, aber aus fundamentaler Sicht sehe ich dafür nicht so richtig einen Grund. Euro-US-Dollar heute Nachmittag dann plötzlich ein bisschen zugelegt. Na, schau einer an. Wir haben dann also die 1.1340 erstmal gehalten. Insgesamt sieht das Ganze natürlich trotzdem immer noch ziemlich bärisch aus. Wir müssten erstmal über die 1.14 kommen, damit die Bullen wieder etwas Hoffnung schöpfen können. Euro-Britisches Pfund. Ja, die Bank of England hat die Zinsen so gelassen, wie sie sind und kauft auch weiterhin fleißig Anleihen oder Wertpapiere, und zwar im Wert von 435 Milliarden Pfund, so wie bisher auch. Dazu hat die Bank of England die Wirtschaftsprognose für Großbritannien deutlich gesenkt. Das hat dann auch erstmal Euro-Britisches Pfund ein bisschen nach oben gebracht, allerdings drehte das Ganze dann wieder, als Theresa May kam und erklärt hat, dass Großbritannien pünktlich austreten wird aus der EU. Und dass sie letztendlich auch einen Deal noch aushandeln wird mit der EU. Was da genau drinstehen soll dann, also mit welchem Ziel sie überhaupt diese Verhandlungen mit der EU führt, ist für mich zumindest nach wie vor völlig schleierhaft. Weshalb ich dann schon gestaunt habe, ehrlich gesagt, dass der Markt darauf so heftig reagiert hat und tatsächlich nach wie vor damit rechnet, dass es schon irgendeinen Deal gibt. Ich wäre ja beruhigt, erstmal zu wissen, worüber die Damen und Herren aus Großbritannien und der EU überhaupt noch verhandeln wollen. Also worüber sie verhandeln wollen, ist schon klar, nicht über den Backstop, aber was jetzt der Vorschlag ist, der neue, der dann konsensfähig ist, das erschließt sich mir ehrlich gesagt nach wie vor nicht. Ähnliches Bild im Cable, auch da Cable erstmal abgeschmiert und dann plötzlich wie Phönix aus der Asche wieder hingekommen. 1,30 sehe ich hier weiterhin so ziemlich als Widerstand. Ein bisschen drüber oder drunter. Wir sind also noch nicht wieder über die Wolke gekommen und ich muss ganz ehrlich sagen, die Hoffnung, die die Briten da haben, die kann ich nicht ganz nachvollziehen. Immerhin ist heute wenigstens mal der FTSE ein bisschen zurückgekommen. Der FTSE 100, der Aktienmarkt aus Großbritannien, das erklärt sich mir alles auch nicht. Diese sehr hoffnungsvolle Stimmung in der letzten Woche. Es gibt zurzeit eigentlich nichts, was dafür spricht, dass es keinen ungeregelten Brexit gibt, wenn man mal ganz ehrlich ist. Das ist also das, was der Markt hier spielt, ist das reine Prinzip Hoffnung. Kann gut gehen, muss aber eben nicht. Nicht wahr? Jetzt sind wir wieder fast unter der Wolke. Das würde dann bedeuten, naja, die 7000 auf alle Fälle könnte mal wieder einen Test bekommen. Der australische Dollar weiterhin unter Druck. Das liegt ja vor allem an der Reserve Bank of Australia.
die wohl sich durchaus vorstellen kann, bald mal wieder geldpolitische Lockerungen durchzuführen. Ob das jetzt in nächster Zukunft passiert, wohl eher nicht. Aber auf alle Fälle wird es keine Zinserhöhungen geben und ja, insgesamt sieht auch die australische Notenbank ja durchaus Risiken auf die Konjunktur zukommen. Jetzt sind wir schon wieder fast hier am Tief bei 0,7075. Und wenn wir uns das Ganze im Daily Chart anschauen, müssen wir sagen, das ist dann schon doch ein ziemlich tiefes Niveau. Wir müssten mal in den Wochenchart schauen, dann sehen wir jetzt bei 0,6825, wir ein Tief aus dem Jahr 2016 hatten. Wir waren Ende des Jahres 2018 mit einem Flash-Crash mal kurz noch tiefer, aber insgesamt sieht man schon, dass der australische Dollar schon seit einiger Zeit an extremer Schwäche leidet. Das hat ja lange Zeit den australischen Aktienindex in Sydney gefreut, den ASX oder den S&P ASX. Das war dann heute nicht mehr ganz so. Also heute früh durchaus auch wieder der australische Aktienindex nochmal ordentlich zugelegt aufgrund der Schwäche des australischen Dollars. Aber dann ging es doch ein bisschen ab. Da hat man dann doch das aufgenommen, was die Europäer und die Amerikaner heute so im Laufe des Tages ja, letztendlich vorgegeben haben. Das gilt auch für den Nikkei, der hat zurzeit auch kein Halten mehr und ist auf dem Weg zur 20.340, vielleicht sogar zur 20.200. Das könnten die nächsten Ziele durchaus sein. Hier haben wir auch eine ganz klare Umkehr und der Ichimoku ist zurzeit ziemlich bärisch. Man muss natürlich sagen, dass zum Beispiel jetzt hier zum Beispiel im Nikkei die Wolke schon ganz schön weit weg ist. Das bedeutet, wir sind schon ein bisschen überverkauft, sodass natürlich es technisch durchaus Gegenbewegungen geben kann. Aber insgesamt hat sich das Bild doch deutlich gedreht. US-Dollar, japanischer Yen hingegen. Der sichere Hafen Yen wird jetzt nicht so doll gesucht. Das ist weiterhin hier ziemlich seitwärts. Irgendwie, da muss man mal abwarten, in welche Richtung das weitergehen soll. Wenn wir uns den Daily Chart anschauen, oben könnte es Richtung 111,40 und damit über die Wolke gehen. Unten wäre so die 187 ganz interessant. Geichimoku ist wenig aussagekräftig. Also der Blaue Tenkan zwar über den Kijun, aber die stehen sehr weit auseinander und regeln sich da so ein bisschen in der Gegend rum. Also ich würde da jetzt zurzeit eher vorsichtig sein, zumal der hellblaue Nachläufer noch unter den Kursen ist. Also dass das jetzt hier nach oben eine Show wird, das ist nicht so ganz sicher. Aber ja, für unten steht der Ichimoku auch nicht so richtig. Also ja, wer das machen will, der macht's halt aufs gute Glück, nicht wahr? So ungefähr. Morgen, letzter Handelstag der Woche. Es gibt nochmal ein paar Unternehmensberichte, aber jetzt insgesamt morgen wenig wirklich große Daten. Interessant könnte die Handelsbilanz aus Deutschland nochmal werden. Wenn die Exporte da deutlich eingebrochen sind, könnte das der nächste Schub nach unten werden. Und ja, ansonsten für die Freunde des australischen Dollars ist das geldpolitische Statement der Reserve Bank of Australia vielleicht der nächste Impuls für den Aussie auch nach unten. Ansonsten gibt es ein bisschen was aus Kanada. Die USA liefern morgen keine Daten. Schauen wir mal, was das Ganze bringt. Berichten tue ich wie immer auf meiner Homepage. Das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche einen schönen Abend.